Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, wir befinden uns immer noch hier auf dieser Insel, wo wir das letzte Mal gestrandet sind. Unsere Tiere leben alle noch und wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen hier, ja, umgerüstet, mein Schiff. Wir haben jetzt zwei Matrosen mehr, die hier sauber machen und putzen. Versorgen müssen wir es ja sowieso, ne, Pummelchen. Und die Köpfle, ja, weil der liebe Eno hat gesagt, hey, du hast ja drei Geschwindigkeitssegel drauf, ist ja kein Wunder, also drei mittlere, ist ja kein Wunder, dass dein Schiff so langsam ist. Jetzt habe ich zwei große gebaut. Ne? Also, großes Geschwindigkeitssegel und noch ein großes Geschwindigkeitssegel, die Farben habe ich auch schon geändert. Unsere Tiere haben Essen. Ich muss mal jetzt eben gucken, ob die Crew Essen hat. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz mit den Bären los. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz ein bisschen Essen so besorgen. Dass wir das jetzt nachher nicht machen müssen. Gehen wir noch mal ganz kurz auf diese Insel. Vielleicht können wir ja noch ein, zwei Schätze mitnehmen. Drei sogar liegen hier. Drei sehe ich auf den ersten Blick. Ja, hat der liebe Insel mir gesagt. Und jetzt habe ich zwei große gebaut. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob wir dann dementsprechend auch schneller sind oder nicht. Ich müsste auch noch ein bisschen Holz mitnehmen, glaube ich. Ich hatte nämlich das ganze Holz verplempert. Das können wir auch gleich machen. Aber erstmal kurz da hinten ein paar Bärchen einsammeln. Damit unsere Crew und alle auch gut versorgt sind, ne? Damit die nicht verhungern. Ja, ich war die letzten Tage auch ein bisschen fleißig, auch wo ich nicht hier, ne, aufgenommen habe. Wisst ihr ja immer, da bin ich ja immer trotzdem fleißig, weil Tiere muss ich ja so oder so versorgen. Und auch mit dem Gewicht sage ich euch, wie es ist, ja? Das müssen wir noch fixen. Also wir müssen auf jeden Fall weiter auf Gewicht skillen, weil, ja. Und dadurch, dass ich jetzt auch diese großen Segel habe, kann ich nur zwei setzen. Ne? Das ist ein bisschen doof, aber wir müssen da damit zurechtkommen. Aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall reichen. Also wir werden wahrscheinlich jetzt viel, viel schneller unterwegs sein. Hoffe ich zumindest. Irgendwo erscheint mir das nicht sehr logisch, weil wie soll so ein kleines Schiff, so ein großes Schiff mit zwei so Segeln eigentlich auskommen, ne? So drei, so hier, keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich hoffe, dass ich es richtig gemacht habe. Wir werden sehen, sobald wir losfahren, ob die zwei großen Segel für die, für das Schiff reichen. Müssen sie. Ich kann nicht mehr wie zwei große setzen. Und irgendwo ist es ein bisschen logischer, wie wenn ich drei mittlere setze. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es wird so in Ordnung sein. So. Moment, jetzt nehmen wir hier mal kurz F. Weil wir brauchen nicht so viel hier von dem ganzen Zeug. So. Okay, wir machen ihn ein bisschen noch auf Ausdauer. In letzter Zeit habe ich so oft so einen ganz komischen... Kennt das, wenn ihr so einen komischen Husten habt? Also jetzt nicht extremer Husten, sondern immer wieder mal so kommt, so wie jetzt gerade. Dass da so was ist. Da? Salz brauchen wir hier auch keins mitnehmen. Ja, haben wir genug. Wir haben unsere Salzvorräte ja gut aufgestockt. So, nehmen wir eben mal hier noch ein bisschen Fleisch mit. Natürlich auch das ganze Leder und so, ne? Brauche du was immer. Und dann sammeln wir gleich noch diese hier Fläschchen ein. Und ich sehe gerade, ich sollte mal... einen Schluck trinken und essen sollten wir langsam auch mal wieder, ne?
sammeln wir mal hier eben ein, die hier. Mit den Bären hier drin, ne? Kann ich nicht einsammeln. 2,9 sollten wir auf jeden Fall schaffen. Ich habe gerade bloß nicht drauf geachtet, wo. Aber werden wir gleich gucken. Weil es ist ja jetzt angedacht, dass wir einfach mal ein bisschen rumfahren, dass wir die ein oder anderen Schätze machen und einfach, ja, diese schöne Seeluft genießen. Ne? Wir waren so lange jetzt nicht auf hoher See unterwegs. Jetzt ist er Rochen angreifen. Nix da, junger Freund. Ich habe mir auch schon überlegt, ne, so schwer es mir wahrscheinlich auch fällt und so weh es mir auch tut. Wenn ich das ein oder andere Tier doch vielleicht da lassen. Vielleicht den Wolf oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Weil. Ja. Aber irgendwo will ich ihn noch behalten. Wir schauen jetzt mal, wie es vom Gewicht her weiterhin ist und, ne? Weil ich finde einfach, der Bär ist wirklich mega gut zum Farmen. Ja, also gerade so für Fasern und für Bären ist der halt einfach mega gut. Ja, er nimmt mich so extrem viel Platz weg auf unserem Schiff. Ne? Unser Pinguin ist halt einfach nur süß. Also wie ich meine, der muss halt einfach bleiben. Ja, den kann ich nicht weggeben. Das geht nicht. Aber ich denke halt auch mal, wenn ich noch ein Weilchen unterwegs bin, wird wahrscheinlich das ein oder andere Tier noch dazukommen. Ich kenne mich, Freunde. Ich kenne mich da einfach viel zu gut. Ne? Da wird das ein oder andere Tier einfach noch dazukommen. Und den Platz werden wir wahrscheinlich einfach nicht haben. In diesem Sinne, ja, keine Ahnung, was machen wir? Da müssen wir uns wahrscheinlich von dem ein oder anderen Tier doch trennen. Oder wir müssen uns irgendwo wieder eine Basis bauen, wo unsere ganzen Tiere lagern. Aber dann sind wir wieder so gebunden, was halt das, ne, Fahren angeht und das Weggehen angeht. Und ich kann nicht mehr so unbeschwert mal sagen, hey, ich bin jetzt mal 2 Wochen weg. Das geht halt nicht. Nee, geht nicht. Geht halt einfach nicht. Können wir nicht machen. Funktioniert nicht, weil Tiere und so, ne? Ja, geht alles kaputt. Die spawnt alles, wenn wir uns nicht auf demselben Quadranten befinden. Den Rest kriegen die Tiere. Warte mal, wir packen noch einmal Fleisch und Fisch. Was mache ich denn hier? So, das brutzeln wir eben mal. Dann gehen wir gleich auch noch mal kurz die Kuh melken, dass wir noch ein bisschen Milch haben. Apropos Milch, ne? Ein Tier, wisst ihr, müssen wir uns unbedingt noch holen. Da, die hat noch genug Fisch, das passt. Das ist eine Katze, ne? Das ist einfach eine Katze. Wobei, diese kleinen Tiere nehmen ja auch nicht viel Platz weg. Hier, guck mal. Blue Snow nimmt ja nicht viel Platz weg. Ist da, wie ich das meine? Der nimmt ja nicht viel Platz weg. Der ist ja klein und Zucker, ne? Du bist so klein und Zucker. Ja, ja. Oh, der ist so süß. Er ist einfach so cute. Ich liebe ihn. So. Mal das hier mal reinpacken. Moment. Einmal in die Hand. So, 80 Milch.
Packen wir mal ein bisschen hier rein und ein bisschen packen wir den hier auch rein. Hat die auch mal was anderes bekommen. So, hier haben wir das ganze Salz. Ne, seht ihr ja, wir sind, also was salztechnisch angeht, sind wir echt mega gut versorgt. So, da ist auch wieder unser Gammelfleisch. Oh, dann passt alles noch. Das ist einfach super easy. So. Das hier brutzelt noch schön vor sich hin. Das ist gut. Jetzt packen wir mal den Eimer wieder in die Kuh. So, Moment. So. Gucken wir mal, habe ich hier unten eigentlich noch Salz drin, solange das Fleisch noch brutzelt? Ja, guck mal, hier habe ich auch noch Salz hergestellt. Noch mal über 1000 Salz herstellen. Also wir werden auf jeden Fall salztechnisch erstmal für Wochen, Monate gut gewappnet sein. Da wird nicht viel passieren können. Was ich so ein bisschen schade finde, ist immer, dass man nicht mehr, pack mal eben wieder voll, dass man ja leider nicht irgendwie welche so Felder oder so auf die Schiffe bauen kann, ne? Das ist so ein bisschen schade, weil das war so geil. Müssen wir überlegen, könnt ihr hier richtig schön Blumen aufbauen und so. Wie so ein Hausboot halt einfach dekorieren, wisst ihr, wie ich meine? Also richtig schick machen und so. Ne, das wäre halt so richtig cool. So, hier haben wir auch noch einen. Auch noch auffüllen, da ist auch noch Fleisch. Passt alles. Mohn haben wir ja auch hierher, ne? Halt, da oben ist mal. Ordnung muss sein auf dem Schiff, Freunde. Wir müssen hier alles ordentlich machen. Ne? Kommt alles wieder dahin, wo wir es her haben. So, das auch hier rein. Perfekt. So, was macht hier das Fleisch? Okay, Fleisch haben wir noch 18, das noch gebrutzelt werden muss. Der Rest ist in Ordnung. Können wir auch gleich mal ein bisschen was essen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Unseren Vitaminhaushalt wieder auffüllen. Und natürlich unseren Hunger stillen. So. Habe ich jetzt alles hier rein, ne? Okay, perfekt. So, wartet mal kurz. Mal hier mal noch schauen eben. Okay, wir warten noch kurz, bis das ganze Fleisch hier verbrutzelt ist. Und dann schauen wir eben mal kurz, was für Karten wir hier alle noch haben. Und wo wir uns jetzt gerade genau befinden. Wir nehmen das mal mit nach oben. Vielleicht nehmen wir auch mal so ein bisschen Milch mit nach oben. Haben wir hier 20 Milch? Ja, das passt. So, okay, wir gehen mal kurz hoch. Oh Gott, mir wird schwindelig, wenn ich mich die ganze Zeit so bewege. Aber auf dem Schiff ist das andere Bewegen, also das so Bewegen, echt manchmal unangenehm. So. Jetzt gucken wir mal. Alla gut. Also, Moment. Erstmal hier. Und erstmal da. So. Wir befinden uns auf C5. Wir sind auf C5. Haben wir denn irgendwelche Schätze hier in dem Bereich auf C5? C6 haben wir. D5. D5. D6. Okay. C1, B, B, 5, C4, C3, C3, C1, C2, C2, C1. Wir haben sehr, sehr viele auf den C-Gebieten. Sollen wir nicht einfach mal nach C1 und so fahren? Dass wir diese ganzen C-Gebiete einfach mal wegmachen? Ich glaube, ich packe mir diese ganzen C-Dinger mal ein. C3, 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 F, B, A, B, 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 B. Ah, die schaffen wir nicht. Die, die.
Könnte man sich so an den Schätzen vorbeischleichen, ne? Da haben wir noch einen. So, wisst ihr, wie ich meine? So einfach so, ne? Die irgendwie weglocken und dann hin und dann ausgraben. Das wäre so geil. Dass wir erstmal C machen und dann machen wir nochmal D. Wir müssen uns ja eigentlich in der Nähe von. Wir finden hier, ich guck gerade noch. Oh, die ganzen Blauen können wir halt alle knicken, ne? Die können wir halt einfach alle knicken. Das schaffen wir nicht. So, jetzt gucken wir mal. Wo sind wir denn am nahesten dran? Und wo ist am sinnvollsten? Wir sind auf C5. Ist eigentlich mittler, ist eigentlich egal. C5 haben wir da eine Karte. C1, C4. Mal hier runter, C4. 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 Mich kurz ein bisschen umsortieren. C4. Okay, das waren alle C4er. So, jetzt packen wir eben das mal hier rein. So. Ich hatte versucht, nämlich hier noch ein bisschen zu dekorieren. Wir haben noch so viele Sachen hier drinnen, ne? Wir könnten doch so unser Schiff so schön dekorieren. Aber ich habe einfach noch keinen passenden Platz gefunden, wo und wie ich das hinstellen möchte. Deshalb lassen wir das erstmal noch. So. Also ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt noch kurz hier, müssen wir ja eh hier hoch, ne? Wir müssen ja diese Insel hier oben noch erkunden. Und dann fahren wir hier hoch nach C4. Nehmen dann auf C3 noch die Schätze mit. Auf C2 haben wir, glaube ich, keine. Und dann fahren wir nach C1 und nehmen da noch welche mit. Und dann können wir von C1 nach unten fahren zu C6. Wisst ihr, wie ich meine? Und natürlich die ganzen Inseln mitnehmen. Das ist der Plan. Und ich hoffe, der Plan funktioniert auch so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. So, wir machen hier die Türe zu. So. Kurz gucken, wo die Geisterschiffe sich hier befinden. Aber wir müssen rum. Wir müssen wahrscheinlich hier an der Seite ein bisschen entlang fahren, dann hier rüber. Dass wir nicht gleich weggerippt werden hier. Und die Insel können wir uns ja mal ein bisschen merken hier auf C5, die untere. Ich habe zwei gedreht. Anker wird gerade doch eingezogen. So. Habe ich richtig gedreht? Ja, noch ein bisschen rüberkennen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wesentlich schneller unterwegs sind. Oh ja, Freunde. Also dadurch, dass wir halt beladen sind, so ein bisschen mehr jetzt, ne, sind wir jetzt nicht ganz so flott, aber wir sind definitiv schneller unterwegs wie mit den zwei Segeln. Mit den drei Segeln. Verdammt. Mit den drei Segeln. Wesentlich schneller unterwegs. Wir müssen aber einfach, glaube ich, weiter noch auf Gewicht skillen, dass wir einfach nicht so dolle, also dass wir uns noch mehr beladen können, weil wir sind ja ein Hausschiff, sozusagen. Hausboot, Hausschiff. Wir zählen ja nicht mehr als Boot, ne? Wir sind ja schon ein Schiff. Deshalb, ja, wir haben halt einfach viel dabei. Ist halt einfach so. Wir sind halt beladen, ne? Sieht aus wie so ein kleiner schwangerer Bauch.
auch meine Segel so schön in den fast gleichen Farben gemacht, nur ein bisschen versetzter, ne? Also finde ich echt schön, ist echt schön geworden. Wir haben jetzt zwei große Speedsegel. Das sollte eigentlich passen. Wir fahren noch ein bisschen weiter rechts. Die See ist halt auch gerade relativ still. Ne, es ist jetzt nicht irgendwie, dass hier viele Wellen sind und gut aufbausender Wind. Und wir haben zwei Matratzen. Was ist denn heute los? Ich habe halt so viel Sprechdurchfall, das ist ja schon peinlich. Matrosen, ja, Ersatzmatrosen, wollte ich sagen. Matratzmatrosen. Eieieiei. Manchmal echt, ne? Sprechdurchfall und Quarksalat halt, ne? Darf das auch nicht fehlen, ne? Und Freunde, ne, seit ein paar Tagen kommt ja jetzt auch immer alle 4 Tage eine Folge von Rise of the Tomb Raider raus. Ja, habe ich ja fleißig aufgenommen, ne, oder bin ich auch fleißig am Aufnehmen so. Und ja, ich dachte mir einfach, hey, ich mache das Let's Play. Ich habe das schon angefangen mit Aufnehmen, das war schon ein bisschen her. Und was ist das? Auf einmal spielen fast alle Leute hier Tomb Raider? What the fuck? Was ist da los? Ja, also es war jetzt nicht irgendwie geplant oder so, sondern ja, es war einfach, ich liebe Tomb Raider, habe ich ja gesagt, und ich spiele es einfach unheimlich gerne. Und wir werden dann auch nach The Rise of the Tomb Raider weitermachen mit den anderen Tomb Raidern, die es noch gibt. Vielleicht werden wir auch das ein oder andere alte mal weiter angehen. Das muss ich schauen. Aber erstmal werden wir so diese neueren ein bisschen durchspielen. Zu Anfang jetzt, wie gesagt, erstmal alle 4 Tage einfach eine neue Folge von Tomb Raider. Und dann mal schauen, ob ich es vielleicht auch auf 3 Tage mache. Je nachdem. Ja. Je nachdem, wie viele es werden. Aber es ist einfach ein mega, mega geiles Spiel. Ich kann es euch einfach nur empfehlen, das Spiel einfach selber mal zu spielen. Das ist ja schon sehr, sehr alt. Ja, ich habe es auch, wie gesagt, damals schon gespielt. Und man bekommt dann einfach immer auch wieder solche Erinnerungen dann zurück. Ah, ja, genau so ähnlich war das nochmal. Oder ja, oh, da erinnere ich mich dran. Ne? Ja, lasst euch da überraschen, was da noch alles so an Abenteuern passiert in Tomb Raider. Jetzt stehen wir. Warum stehen wir? Oh. Okay, war ein kurzes Lag. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier weiter auf Atlas. Schatz, mal gucken ein bisschen hier. Ist alles gut. Das war mal so ein versunkenen Schatz. Nein, ich traue mich noch nicht. Nein. Wir haben ja hier so ein, ne, so ein schönes, ja, so ein schönes, tolles, nennt man das, hier Taucherglocke, so können wir ja, eigentlich können wir ja tauchen, aber ich traue mich noch nicht, das ist mir alles noch, oh nee, ich bin da muss ich mich erst ganz entspannen und da muss ich wirklich bereit sein dafür, das muss ich mir wirklich schon 2, 3... Stunden, bevor ich die Aufnahme starte, vornehmen, dass ich tauchen gehe, weil das ist... Ja, da ist man immer so angespannt. Also ich bin ja immer mega, mega, mega angespannt. Einfach, weil es halt krass wird. Also, ja, wer selber Atlas spielt, der weiß, wie Tauchen ist. Und wie krass das einfach sein kann. Und, ja, nein, da bin ich noch nicht bereit dafür. Da bin ich einfach noch nicht bereit dafür, Freunde. Das ist mir noch alles... Kann ich noch nicht. So. Wir fahren jetzt hier nochmal über diese Schnellstraße, über die wir ja gekommen sind. Weiß nicht, ob wir hier ein bisschen Boost mitnehmen können. Ich fahre ein bisschen schräger, dass wir hier in diesen Geisterschiffen auch ohne Probleme vorbeikommen. Wir bekommen Boost, ja. Aber halt nur so zum Rüberfahren kurz, ne? Also. Ich habe auch wirklich das Gefühl, wir sind schneller unterwegs.
werde noch ein bisschen mehr Gewicht verlieren, also noch ein bisschen mehr Gewicht tragen können. Dann sind wir noch schneller unterwegs. Also die Tiere kacken die aber auch immer aufs Schiff, ne? Und die kacken nicht wenig. Und wir haben durch diese zwei Segel jetzt einfach auch ein bisschen mehr Platz auf unserem tollen Schiffchen. Ja, wir sind gut, wir sind gut hier. Das ist gut, das ist alles in Ordnung. Wir haben einfach nur so Füße drauf gesetzt, jetzt komplett hier die Ecke zum Beispiel haben wir jetzt dadurch nicht entdeckt. Wir haben uns halt nur hier aufgehalten, aber das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, man hat einmal die Füße auf die Inseln gesetzt. Das gibt dann Entdeckungspunkte. Und der Plan ist ja eigentlich, dass wir das schaffen, ne? Dass wir das einfach noch schaffen in diesen Folgen Atlas. Bevor dann vielleicht doch irgendwann der Vibe kommt oder was auch immer. Man weiß es ja nie, was passiert, ne? Unser Schiff wir versenken oder so. Dass wir es bis dahin geschafft haben, ja, durchzukommen, ne? Durchzukommen und alles zu entdecken. Und viele Schätze gemacht haben. Wir müssen ein bisschen Acht geben. Geisterschiffe könnten hier sein. Ah, 4 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch kurz mit dem Schiff die Sterne beobachten. Ganze Tiere sind wieder hier nach hinten gepackt. Da wirklich alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit der Crew. Gucken wir mal, kommen wir jetzt an den. Müssen wir gleich wieder links rüberziehen. Wir müssen da hoch auf diese Insel, wo da angezeigt wird. Bloß darauf achten, links müssten die sein von uns. Weil wir können jetzt nicht so schnell wegfahren, ne? Wir sind noch etwas zu schwer. Das ist halt immer so ein bisschen der Nachteil, ne? Dass man halt einfach nicht, so einen Haufen mitnehmen kann. Aber ich kenne mich ja, ich kann auch nicht so viel wegschmeißen. Aber ich möchte halt auch keine Tiere loswerden. Ich möchte die eigentlich alle behalten. Wo ist unser Bär? Der ist da auch. Weil gerade halt der Bär ist mega gut zum Farmen. Ne? Das Pferd ist halt relativ gut zum, wenn man mal irgendwo hinreiten muss, schnell oder so. Ne? Und ja, die anderen Tierchen, die kleinen, die nehmen ja nicht viel Platz weg. Die einzigste Überlegung, von welchem Tier ich mich jetzt wirklich trennen könnte, wäre der Wolf, weil ich den eh nicht nutze gerade. Weil ich halt jetzt eh nicht wirklich einen Sattel dafür habe. Ich brauche die Kuh ist für Milch gut, brauchen wir. Ja. Sollen wir uns von unserem Wolf trennen? Ich weiß es nicht, Freunde. Und was uns da hinten auf dieser Insel erwartet und wie es dann weitergeht, all das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Atlas, ob wir sicher ankommen. Ja, bis dahin. Haut rein, macht das gut. Tschüsschen, Küsschen aufs Nüsschen. Bis zur nächsten Folge. Tüdelü.